Hallo und herzlich willkommen zum Einstiegstutorial zu unserem Server Good Old World. Ihr loggt euch ein und gebt dann, wie steht, set pass, zum Beispiel miau miau. Was set pass miau. Ah, man muss nur set pass Ding. Und jetzt login. Miau. So, seid ihr hier. Und lest euch ganz genau diese Schilder, vor allem die, die so nah sind. Hier könnt ihr zum Beispiel schauen, was im Bau ist. Ja, PvP nur in der Welt, die jetzt wieder bald wieder kommt. Wir hatten schon eine, aber ich bin Draco Basler und mache gerade ein Einstiegstutorial. So. Ja, bitte nicht zu weit weggehen und bauen, weil der Server hat auch eine RAM. Und wenn da so viel gebaut wird und so, dann müssen wir mehr zahlen. Das heißt, wir brauchen mehr Spenden und da gibt es dann auch mehr Werbung und so. Hier könnt ihr Sachen hinschreiben. Ihr dürft es leider nicht hinschreiben, weil die Spawn Protection zu nah ist. Dann fragt mich oder Emodam, ob ihr hier ein bisschen Werbung machen könnt. Dann hier sind die berühmten Leute. Da kommt dann noch Informant hinzu. Der ist neu. Ja, hier ist das Schild. Hier sind die Regeln. Oh, bitte Enderman. Ja. Und benutzt bitte die E-Mail mit einem Screenshot, wenn ihr irgendetwas sieht. Ja, danke schön. So. Das ist Spawnia hier. Da kommt ihr überall Sachen kaufen, zum Beispiel im Fanshop, im Steakhouse, hier am Markt. Ah, ist noch Player. Ja, ich habe halt keine Cracked Minecraft Version, deshalb bin ich einfach mit einem Player drin. Also, hier hat es ein Hotel, die zwei Türme, da ist die Kirche, da gibt es manchmal Server-Events drin, Server-Besprechungen, ja, das ist der Thron von mir. Dann seht ihr, leitende Serverleiter. Hier drüben ist die Arena, Spleef Arena, da könnt ihr wirklich auch im Ranked spielen. Ihr könnt euch wirklich etwas verdienen. Hallo? Boah, muss ich weiterlaufen. Ist gar nicht gewöhnt, ich fliege immer. Ja, Serverleiter. Ist man eigentlich immer im Kreativmodus, wenn man einfach fortbewegen muss und so. So. Also hier könnt ihr euch wirklich verdient machen in den Rängen. Dann werdet ihr stehen, zum Beispiel Name Player. Siege 25 Punkte 100 und Spiele 50. Dann ist hier der Rang, bis Level 2, also bis Rang 20 geht, dann wird es nicht mehr angezeigt. Ja, das haben wir extra so gemacht. Hier sind die Regeln und Hinweise. Dann geht ihr hier rüber. Und hier hoch.
Und hier könnt ihr ja lesen, was nötig ist, was die Teams so machen können. Wenn ich Schiedsrichter braucht, mich oder immer da. Und ja, frohes Graben. Die Eisenspitzhacken gibt es im Fanshop. Natürlich kostenlos. Aber bitte benutzt sie nur für das Brief. Kann ich eigentlich Spawn angeben? Ja, das könnt ihr. Also wenn ihr reinkommt, dann seid ihr erstmal User. Und die können zum Beispiel Slash Warp, Lava, Turm noch nicht eingeben, oder? Ja, seht ihr? Die müssen halt laufen. Aber die können so schnell Bilder werden. Schneller geht's eigentlich nicht, indem ihr einfach irgendetwas baut. Ihr müsst jetzt nicht viel bauen. Könnt auch einen kleinen Park, einen kleinen Brunnen oder so bauen. Einfach, dass ihr dann sozusagen ein Mithelfer vom Server seid, ihn zu gestalten. Und dann, wenn ihr Builder seid, dann könnt ihr Slash Warp Ding eingeben oder Slash Home können, dann glaube ich auch. Slash Set Home 1. Ja, Slash Home könnt ihr dann auch eingeben und eine Nachricht hinten dran, wie der Home Punkt heißen soll. Dann könnt ihr Slash Home 1 eingeben, wie ich jetzt vorher Slash Set Home, also Set heißt setzen und Home heißt teleportieren. Dann könnt ihr als Ding auch TPA, zum Beispiel mich als Player, zu Drago Basel. Also immer der zweite ist dort, wo du hin teleportieren willst. Da kannst du auch irgendwie, nein, kann nur mit einen anderen zu einem anderen teleportieren. Also, dann teleportiert ihr mich, selbst ihr habt keine Rechte, dann könnt ihr so teleportieren. Dann die Warp-Punkte. Die sind hier an dieser Tafel da. Diese. Und könnt ihr einfach immer eingeben. Slash Warp Wüste. Oder Slash Warp NPC Dorf 3. Kommt ihr dorthin. So. Jump'n'Run gibt es momentan nicht, aber das mache ich wieder, wenn ich drin bin. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Jo. Diese Leuchtfeuer, wie hier und auf meiner Villa, sind zum Wiederfinden des Spawns gedacht. Zwar könnt ihr auch mit F3 hier die X und und Z Ding wiederfinden oder ihr könnt Slash Spawn angeben, aber es sieht einfach irgendwie cool aus. Weil früher haben sie auch immer Leuchtfeuer gemacht wegen den Kriegen und so. Sieht einfach cool aus. Es ist natürlich nicht überall. So. Und ja, das ist die Kirche. Hier könnt ihr Platz nehmen. Die vorderen zwei sind reserviert. Die hinteren zwei, die hinteren könnt ihr benutzen oder auch reservieren. Die anderen müssen halt irgendwie dazwischen oder hier oben oder so stehen. Weil die Kirche hat noch nicht so viel fast. Also diese Kirche. Aber die Events werden dann immer in der größten Kirche auf dem Server sein. Oder in einem Rathaus, also in einem Saal, Besprechungssaal. Oder pf, was ihr wollt. Ihr könnt euch auch hinsetzen. Mal kurz. So geht es nicht mehr. Vielleicht gehen die hier nicht. Eigentlich sollte man sich hinsetzen können. Komisch, irgendwie ist das Plugin wahrscheinlich wieder deinstalliert worden. Also, machen wir das weg. So. In dieser Richtung gibt es eine Wüste, in dieser Richtung gibt es ein Eisbiom, in diesem einen Dschungel, einen Sumpf. Und in diesem gibt es Berge, also ihr habt sehr viel Auswahl. Ihr könnt dort natürlich dann auch mit der U-Bahn fahren. Die U-Bahn wird hier entstehen. Hier könnt ihr dann runter. Und ja, jo. Wenn ihr noch Fragen habt, bitte stellt sie. Ich kann sie euch beantworten, hoffentlich. Und ja.
Viel Glück auf dem Server. Wir werden das Beste geben, den Server so gut wie möglich zu gestalten, so offen wie möglich. Ihr dürft immer Wünsche in Form äußern und etwaiges. Also, und wenn ihr noch mehr sehen wollt, ich mache immer wieder wöchentlich Servervorstellungen. Da zeige ich die Gebäude und so. Und ja. Also, eben wenn ihr Fragen habt, bitte fragen. Nicht scheu sein. Ich beiße euch natürlich nicht. Und ja. Also dann, bye bye und viel Spaß auf dem Server. Euer Draco Basler.